So, hallo Freunde, herzlich willkommen zurück bei Star Trek, bei Let's Play Star Trek The Video Game, bei Egestrella Let's Play. Folge 20 ist das mittlerweile. Leider musste ich in der letzten Folge relativ zeitnah beenden, weil wir die 20-Minuten-Grenze sonst erreicht hätten. Das Video hätte nicht mehr weiter aufgenommen und so weiter und so fort. Und deswegen musste ich die Zwischensequenz, die nur etwas gedauert hat, leider unterbrechen. Aber ihr habt nicht viel verpasst. Es wurde hier nur gesagt, dass auf dem Planeten Gorn, auf dem wir jetzt gelandet sind, Einheimische, die uns wohl nicht feindlich gesinnt sind und die Gorn wohl hier hergebracht haben. Die uns wirklich nicht feindlich gesinnt sind, wenn wir ihnen nichts tun. Auf dem Planeten Gorn sollen wir jetzt die Heeresmaschine zurückholen und Tamar retten. Ihr Vater wurde ja schon umgebracht, haben wir gesehen. Das ist unser abgestürztes Shuttle. Und unser Ziel lautet jetzt: finden Sie einen Weg den Berg hinunter. Halten Sie Q, Spock bewegt sich. So. Eigentlich mal wieder ein Außenlevel. Nachdem wir so lange auf dieser Station gewesen sind, in den Videos davor, auf dieser Sternenflottenbasis, die von Gorn angegriffen wurde, geht's nun hier weiter in diesem 20. Video und. We have to find a way off this mountain. Let's get moving. Ja, we have to find a way off this mountain. Let's get moving. Runter von dem Berg. Ja, wir rennen jetzt mal ein bisschen. Ein Mesolithikum-Pod. Was ist denn das für ein Pott aus der Vorstandzeit? So. Nee, nee, nee. Ah, ist nichts. Weiter geht's. Okay. Speichern ist wohl richtig. Transponder frequency is coming from beyond this ridge. Oh, looks like we're gonna have to jump. Sulu, can you fix that shuttle? I think so, sir. But it may take some time. Try not to take too long. If anything goes wrong, we may need to get the hell out of here pretty quickly. Aye, aye, sir. You know what? I'm coming with you. What? You think I'm only useful in sick bay? I was trained at the same academy that you were. Took all the same courses. Passed every exam. Hell, I even graduated. Pille, der erst nicht mit wollte, als er noch auf der Enterprise war, will jetzt unbedingt mit. After you, Doctor. Hui, etwas hoch. On second thought, I might be better suited back here with Sulu. I could help out on the shuttle. Get a head start on that antidote. Good idea. We will need to take out that radio tower first. You know, if we weren't trying to save the entire universe, this might actually be fun. If you say so, Captain. Also, es könnte sogar Spaß machen. Wow! Wow! Also, das ist jetzt wieder meine Einlage. Wow, wow, wow. Vorbei an Gorn-Schiffen. Oh, 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 oh. Wahnsinn. Okay, wir haben es erreicht. Runter vom Berg und jetzt ist Pille, also unser Arzt, brauche ich doch nicht mit. Naja. Solid ground, nice. The tower that shot us down is up ahead. Our shuttle will not get far if that tower remains operational. Well? Let's take it out. Nah, just one. Shouldn't be too hard. That remains to be proven. Anybody ever tell you you can be a bit of a downer, Spock? Yes, Captain. You tell me that with great frequency. Ja, sie sagt mir das die ganze Zeit. Ist das geil. Also die Dialoge im Spiel sind wirklich eins der Sachen, die man wirklich nicht schlecht machen kann. Also die sind wirklich, wirklich gut gelungen. So, dann geht's hier hoch. Der Außen... I'm too quiet. I don't like this. I would have to agree. The silence is quite unsettling. We are definitely not alone. Take cover! Doesn't Gorn. Where'd that come from? The enemy appears to be cloaked. How do we uncloak them? Our tricorders should be able to reveal them, if only temporarily.
An impressive shot, Captain. Ich weiß, Bock. Also der Außenhalle gefällt mir bis jetzt sehr gut, auch wenn die Texturen, wenn ihr seht, wirken schon ein bisschen dahin geklatscht. Ne? Also das ist auch sehr grob alles. Aber mein Gott, also man kann sich auch über alles echauffieren. Dass das kein Next-Gen-Spiel ist, wissen wir ja alle. Aber gut, kommt zum Next-Gen. So herausragend wird, wissen wir auch nicht. Also die Xbox One wurde ja jetzt vorgestellt. PS4. Und die Xbox One ist ja mehr so Entertainment-Dings fürs Wohnzimmer, aber jetzt nicht die super-duper Spielekonsole. Ist auch in der Technik etwas schwächer als die neue Microsoft, die neue PlayStation. Den auch. Hier ist doch noch irgendeiner. Your opponent had little hope of escape. Das müssen wir aber alle haben. Weil diese Gorn an der, die halt am Berg hochgewandert sind, geklettert sind. Scannen wir den mal. Das ist eine neue Rasse Gorn scheinbar. Das sind sogenannte Kundschafter der Gorn. Mehr Infos gibt's bei Escape. Kundschafter, ein wirklich unangenehmes Exemplar. Es sondert an jeder Stelle seines Körpers eine Substanz ab, die es für das bloße Auge unsichtbar macht. Es wäre sehr interessant, das Sekret zu untersuchen, aber so nah würde ich mich nicht heranwagen. Ja. Okay, haben wir auch diesen Kundschafter entdeckt. Und wir gehen mal kurz ins Optionsmenü für Upgrades. Markiert alle Forschungsgegenstände im Sichtfeld des Trikoders. Unterstützung. Gehalt. Ja, erforschen wir das billigste. 900 LP Hightech Doktor. Damit können wir unseren Kameraden irgendwie angeblich heilen. Dann haben wir das Upgrade für den Trikoder. Dann schauen wir mal weiter. Hier müssen nur noch mehr Gegner sein. Oder wir uns langsam dem Turm nähern, zu dem wir wollten. Dem Außenposten. So. Ja, dann geht's hier runter. Nehme ich mal schwer an. Und ja, in die andere Richtung weiter. Hier. Ich habe irgendwas gehört. Ihr auch? Was mysteriös. Naja, da hier blockiert ist, müssen wir wohl da lang. Irgendwie stehe ich jetzt auf der Leitung. Hätten wir hier rangemusst, ha? Ja, ziemlich deutlich hier lang. Okay. Looks like a dead end. There's got to be a way around this thing. I believe there may be a way for one of us to get across.
Aha, ein anderes Garngewehr. Munition auffüllen. Ah, da ist ein Garngegner. Noch einer. Okay, die hätten wir schon mal. Es ist nur die Frage, wie wir da rüber gelangen sollen. Aha. Clock's ticking, Commander. Räuberleiter kann man hier machen, okay. Okay, E-Seilrutsche. Und abwärts. Give me some cover fire. Ach, hier oben. Here comes another. Okay, haben wir die weggebasht. Ich weiß nicht, wo die jetzt herkommen. Auf jeden Fall können wir jetzt vielleicht hier hoch. Ja, und dann sind wir hier oben, genau. Nämlich die Waffe. Und dann können wir ja theoretisch... Hoi. Unfortunately not. Okay, Spock kann nicht hier rüber, aber ich soll die Brücke ausfahren. Okay. Die Brücke ausfahren, da werden wir jetzt... Hui. Ja, ich sehe keinen anderen Weg, als hier drauf zu springen. We got a new guy. Da wieder eine dieser unsichtbaren Ötten. So, jetzt sollen wir ja die Brücke ausfahren, hat er gesagt. Hat er gesagt, auf Deutsch sozusagen. Also, ja, da können wir aber immer noch nichts machen. Auch auf diesem Plateau sind wir nicht in der Lage, die Brücke auszufahren. Da werden wir nochmal eine Jump'n'Run-Einlage haben. Rennen und... So, jetzt hängen wir hier. Ah ja, und dann geht's hier rüber. Captain, you need to work more quickly. I see more of them. Ja, das mag sein, Spock. Aber ich muss erstmal hier hoch. Uiuiui. Ui, ui. Kann ich nicht hier hoch irgendwie? Ja, kann ich. Okay, okay. Jetzt müssten wir diese Idioten auch sehen. Da haben wir ihn erledigt. Give me some cover fire. So, den haben wir. Und den haben wir auch. Und dann haben wir das, glaube ich, jetzt. Aber endgültig. Was du so das da ist, aber jetzt habe ich es mal gesehen. Okay. Habt ihr das auch mal mit gesehen?
Und jetzt heißt hier rüber und hier rüber. Und ziemlich sicher dann hier rüber. Hier hoch. So, und jetzt sind wir gespannt, was jetzt kommt. Oh oh. Ja, das haben wir gedacht, dass es jetzt hier runter geht. Hätte ich vermutet. Hätte ich vermutet. Aber ob es das ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es leider nicht, Leute. Es ist etwas kompliziert auf jeden Fall. Ich hoffe, er hat irgendwo gespeichert, denn ich stürze jetzt in den Tod. Okay, oder auch nicht. Ich habe es dann doch gepackt. Das kann, man kann sich hier hochangeln. So, dann haben wir es geschafft, tatsächlich. Denn 100 Forschungspunkte für Schütze. Hauptfeuer schnellst produktiv für hohen Schaden. Der Verbesserungsschuss diese. Das Gorn-Äquivalent eines Scharfschützengewehrs. Auch wenn die Gorn es formalerweise bevorzugen, ihr Feind im Nahkampf zu bezwingen, ist dieser Beweis dafür, dass ihnen jedes Mittel recht ist, um Gegner auszuschalten. Denn jetzt können wir Spock holen. Spock, let's move. We don't have much time. Wenn er denn mal kommt. We will need to avoid the detection system. Ein Ortungssystem, okay. Ein Ortungssystem. Tja, ich würde fast sagen, Freunde, nachdem wir es jetzt mit der Brücke endlich geschafft haben, hier auf dem Planeten Gorn, geht es bei diesem Ortungssystem dann weiter in Video 21. Denn es wären nur noch 3 Minuten bis zu der 20. Minute und da fangen wir jetzt nichts Neues mehr an. Schauen wir uns im nächsten Video an, hier diesen Part. Vielen Dank fürs Zuschauen bei der 20. Folge und mit der 21. geht es dann weiter. Mal schauen, wie viel wir noch schaffen. Ich glaube, bei 30 ist, schätze ich mal, Schluss. Da werden wir durch sein, glaube ich. Aber mal gucken. Es kann auch länger dauern. Es kann wirklich länger dauern. Bis jetzt geht es dann weiter im 21. Video. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Let's play und bis zum nächsten Star Trek Video. Tschüss!